letztendlich ist wichtig, dass ich, und das finde ich, wird auch im Film gut gezeigt, mich an den Grundlagen der Richtlinien der Reiterei ausrichte und trainiere. Die dressurmäßige Gymnastizierung ist neben den eigentlichen Springübungen ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung. Springgymnastische Übungen dienen der Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit und bereiten die eigentliche Springarbeit vor. Durch diese Kopf-Hals-Haltung hat das Pferd einen Blickwinkel, aus dem heraus es früh genug das Hindernis sieht. In der letzten Phase der Annäherung bereitet das Pferd den Sprungvorgang vor. Bei einer Kombination mit zwei Galoppsprüngen ist der erste Galoppsprung nach dem Landen eher größer. Durch das Körperverhalten des Reiters sollte das Pferd dazu veranlasst werden, sich beim zweiten Galoppsprung zu schließen. Hier das Üben von einer Distanz mit 24 Metern an der langen Seite mit gewünschten 6 Galoppsprüngen. Das Pferd wechselt, wie bei jungen Pferden oft üblich, den Galopp innerhalb der Distanz. Durch die Blickrichtung über dem Aussprung zum Folgehindernis wird es möglich, die gebogene Linie vorauszuplanen. Stilspringen mit Standardanforderungen. Sie sind eine geeignete Prüfungsform, um festzustellen, ob der Springreiter sich in der Ausbildung auf dem richtigen Weg befindet. Jeder Reiter sollte so weit wie möglich die Gelegenheit für sich nutzen, Trainingstipps bei erfahrenen Reitern zu holen. Jetzt versuche ich diesmal leicht im Linksgalopp zu landen, wenn nicht, dann bleibe ich im Rechtsgalopp. Jetzt landen sie links, halt weiter. Jetzt ist ein bisschen groß, Körper ein bisschen hinten bleiben. Ja. Die Pferde müssen sich wohlfühlen, das muss unser Ziel sein. Nicht zu ersetzen ist ein kontinuierliches, tägliches Training, auch mit Hilfe eines Trainers, der uns immer unterstützen und helfen kann.